Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses Jahr hat uns ja gehörig durcheinander gewirbelt. Vieles war und ist nicht so, wie wir uns für dieses Jahr das vorgestellt haben. Und auch der Advent und die Weihnachtszeit, die vor uns liegen, werden anders sein. Es werden keine Advents- und Christkindlmärkte mehr sein und auch keine Advents- und Weihnachtsfeiern. Da wird viel fehlen. Es wird ein alternativer Advent sein. Ich habe schon einmal einen solchen alternativen Advent erlebt, nämlich in meiner Kindheit. Da war nicht alles illuminiert. Die Kerzen am Christbaum und am Adventskranz waren Wachskerzen und nicht elektrische Kerzen. Ich möchte nicht in diese alte Zeit zurück. Ich möchte auch nicht schwärmen von dieser alten Zeit. Aber man könnte vielleicht, wenn wir schon einen alternativen Advent feiern müssen, davon lernen, etwas einfacher, die elementaren Formen vielleicht wiederentdecken. Vielleicht gehen Sie am Morgen einmal ins Rurati-Amt, wenn es möglich ist, gehen Sie und spüren, wie meditativ das ist. Vielleicht singen Sie die schönen Advents- und Weihnachtslieder einmal selbst und zünden im Adventskranz im dunklen Wohnzimmer die Kerze an und spüren dann, wie sie leuchtet und wärmt. Und dann können sie vielleicht erfahren, was das heißt, was wir feiern, dass in Jesus das Licht in die Welt gekommen ist. Das Licht, das Liebe und Frieden bedeutet. Und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen guten und gesegneten Advent.